Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Geheimakt des St. Peters. Und ja, ich gucke mir mal den Baumstamm genauer an. Ja, diesen Tipp habe ich erhalten. Ich sollte mir den Baumstamm mal genauer angucken. Ich dachte, ich hätte das gemacht, habe ich aber anscheinend nicht. Und nahen Sicht, und dort haben wir einen Ast, den wir abbrechen können. Und damit werden wir wohl die Tasche dann bekommen können. Kerzen gerade und lang könnte nützlich sein. Ja, nehme ich mit. Ameisen. Oh. Die habe ich wohl eben aufgeschreckt. Nimm sie, nimm sie. Die kann ich nicht so. Einfach um den Finger wickeln, nicht? Dann muss wahrscheinlich irgendwas mit Limonade mal getränkt werden. Ich weiß es nicht. So, dann jetzt zur Brücke und die Tasche holen. Den Fadendings können wir wahrscheinlich da dran machen. Ja, Angel. Oh, ich habe aus Versehen weitergeklickt. Ich freue mich, ja. Ich freue mich gerade zu sehr. Komm zu Mama. Und da werden wir hoffentlich was finden, womit wir den Seilbinder abmachen können, um das dann da dran zu machen. Deswegen gehe ich schon mal dorthin, in aller Hoffnung. Ich habe einfach vergessen, dass ich vorher vielleicht in die Tasche gucken sollte. Ja, was haben wir denn da? Ein Schraubenschlüssel, ein Maßband, Pinsel, alles nützliche Sachen und ein Bleistift, noch nützlicher. Gut, Hauptsache wir haben den Schraubenschlüssel. Den brauchen wir der hier nämlich. Der Schlüssel passt. Bleibt zu hoffen, dass der Mast nicht fällt, wenn ich den Seilverbinder abmontiere. Wer sagt's denn? Seilverbinder geht, Mast steht. Glück muss Frau haben. Naja, gut, das ist jetzt von der Seite befestigt und von der Seite noch, sollte eigentlich stehen, oder? Hätte so oder so stehen, wäre so oder so stehen geblieben, denke ich mal. So, dann das mal weiter angucken, also näher angucken. Und den Seilbinder dran. Mal sehen, so schwer kann das ja nicht sein. Da dran, das da drauf. Da und das sollte halten. War jetzt nicht schwer. Hält hoffentlich. Ja, es hält wirklich. Wir konnten drüber. Gut, dann auf zum Lager. Du meine Güte, wer hat denn dieses Chaos angerichtet? Hallo? Professor Hartmann? Komisch, keiner da. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Ich sollte mich mal ein wenig umschauen. Ich habe so langsam den Verdacht, dass vielleicht dieses Wesen, was sie entdeckt haben, vielleicht damit zu tun hat. Ich weiß nicht, diese Kratzspuren am Feuer, am Pfeiler, ich wollte Feuerstelle sagen, weil ich da Feuerstelle gerade gelesen habe. Aber es ist halt, ja, seltsam, ne? Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Okay, dann lass es da stehen. Wahrscheinlich musst du auch deine Kamera drauf irgendwie mal machen. Da ist ein Sensor. Auf dem Sensor steht Wirkungsbereich 90 Grad. Okay, dann tu den lieber da drauf. Weiß ich nicht. Stativ? Ich sollte das statt. Ich sollte. Nein, nein, ich dachte, ich hätte das ausgewählt. Jetzt geht's. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Die Feuerstelle habe ich kalt erwischt. Ha. Da ist noch ein Karte, Sensor. Asche und Steine. Gibt es hier noch weitere Sensoren? Stativ, Sensor, Stativ, Sensor und dann nur zurück. Weil ich sehe dann nämlich hinten auch nochmal. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Was steht bei dir? Der Wirkungsbereich dieses Sensors beträgt 160 Grad. 160 Grad sogar. Dann hätte ich den eher dort vermutet. Warte mal, nimm den wieder mit. Ach, wenn er hier liegt? Naja, muss ja jetzt auch nichts heißen, aber trotzdem. Und mal, guck dir erstmal die Hütte an. Die Hütte dürfte auf dem hiesigen Immobilienmarkt keinen Interessenten mehr finden. Wieso nicht? Ich finde die super schön und stabil und geräumig. Kreativ. Das ist moderne Architektur. Betreten ist hier nicht verboten, sondern einfach unmöglich. Dann nimm das Holz mit.
Ich würde ja gerne noch einen Sensor finden. Unter der Hütte liegt wahrscheinlich auch noch ein Sensor. Oder? Ah, guck mal, die Bodendielen. Soll ich mir etwa einen Holzsplitter einziehen? Auch wenn die Bodendielen morsch aussehen, braucht's da was Gröberes als manikürte Fingernägel. Schraubenschlüssel? Ein Spind ist da. Sieht irgendwie verschlossen an. Ach nee, wirklich? Ein verschlossener Spind? Möchte ich wirklich? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte schon gerne wissen, was da drin ist. Brauche aber den Schlüssel. Ich weiß nicht. Damit kriege ich den Metallspind sicher nicht auf. Da bräuchte ich schon eher sowas wie einen überdimensionierten Dosenöffner. Oder einfach den passenden Schlüssel. Ja, ich bin auch für den passenden Schlüssel. Aber manchmal geht es ja, dass man mit so einem Messer in solchen Schlössern das doch noch öffnen kann. Wir haben auf jeden Fall ein Dings. Hier haben wir auch nochmal ein Stativ. Dann haben wir auf jeden Fall eine Seilwinde. Die ist wohl wichtig. Die Kurbel fehlt. Die Kurbel fehlt, toll. Was fehlt hier mal nicht? Der Schraubenschlüssel passt, aber ich habe nicht genug Muskelschmalz. Die Winde bewegt sich keinen Millimeter. Kannst du das vielleicht irgendwie damit kombinieren? Der Schraubenschlüssel lässt sich ins Rohr stecken. Weil längerer Hebel, desto mehr Kraft kannst du aufwenden? Die Hebelgesetze sind dein Freund. Dann gehe ich mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Plündern. So, okay. Nur noch Obst und Gemüse drin. Das Grünzeug lasse ich aber lieber hier. Okay, gut, jetzt weiß ich auch, warum das oben hang. Wenn da wirklich die Lebensmittel drin waren oder wichtige Sachen, dann kann das schon gut sein, dass das oben aufgehängt wird. Einfach aufgrund dessen, dass Tiere sonst das alles plündern könnten. Dieser Sensor hat einen 120-Grad-Winkel. Ich tue den mal einfach hier drauf. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Und den tue ich mal da drauf. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Oder mit 120 könnte auch das da gemeint sein und mit 90 da. Warte mal, dann nehme ich den doch nochmal weg, weil 160 ist fast gerade, fast. Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Ich habe das Gefühl, die Sensoren, die sollen einen davor bewahren, dass wenn hier jemand reinkommt, weil es sind ja mehrere Eingänge, es sind ja drei Eingänge, einfach einen davor schützen sollen. Warte mal, ich nehme jetzt den auch nochmal mit, den Sensor. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Es könnte gut sein, dass der für den Spind hier unten ist. Wo ist der? Ein Solarmodul? Das mobile Solarladegerät muss vor Inbetriebnahme erst zusammengebaut werden. What? Ja. Okay, das da kann da zueinander passen. Und, ach du verdammt, man kann die Sachen auch noch drehen. Also das gehört da auf jeden Fall dran. So viel schon mal klar. Dann muss wahrscheinlich das da irgendwie hier dran. Das da muss hier ran. Das dann... Nee, dann so rum. Warte. Dann gehört das hier ran. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das könnte so klappen. Das muss oben in die Ecke und das dann hier nach unten. Dafür, war doch leichter. Dass ich Puzzles nicht mag, habe ich das eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Hey, ich habe das hinbekommen. Na also, passt. Ein Laptop, noch ein Sensor, ein Verbandskasten und ein Brief. Diesen Brief hat der Professor zum Hochzeitstag von seiner Frau bekommen. Nur langweiliges Gesülze.
Mein Liebling, ich hoffe, diese Grüße erreichen dich auch am Ende der Welt. Die folgenden Zeilen zu unserem 22. Hochzeitstag schicke ich dir ganz altmodisch und von Hand geschrieben auf einem Bogen Papier. Danke, dass du immer für mich da bist. Was wäre ich ohne dich? Ich denke an dich und hoffe, dass du bald wieder zu Hause bist und wir unsere Feier nachholen können. Okay. Ich check mal den Verbandskasten. Aspirin ist drin. Und Mullbinden. Reiner Alkohol. Ein Sensor mit einem Wirkungsbereich von 90 Grad. Noch ein Sensor mit 90 Grad. Der Laptop? Dem Aufkleber zufolge ist das der Laptop von Professor Hartmann. Leider ist der Akku leer. Okay, dann mach das mal dran. Ich schließe das Solarladegerät an den Laptop an. Gut, dann haben wir das schon mal. Ein Schlafsack. Kuschelig warm und gleichzeitig auch der Kosename für meinen letzten Freund. Okay. Sie sagt immer viel zu viel mit, oh, mein letzter Freund und dies und das und jenes. Ich glaube, wir müssen hier auch unser Lager aufschlagen. Kann das sein? So mit Feuerholz dorthin und reiner Alkohol zum Anzünden. Ich sollte mal ein Feuerchen machen. Das hält mich nachts schön warm und die Tiere fern. Ich weiß nicht, ob die Mullwinden dafür gut sind. Aber wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. In den Ampullen ist reiner Alkohol. Ja, eigentlich zum Desinfizieren. Fehlt nur noch jemand zum Einwickeln. Nicht, dass wir so eine Falle bauen werden. Okay. Wir konnten ja noch... Hier können wir ja nicht weiter lang. Ich mach mal kurz die Szene untersuchen. Oh, da ist ein Spalt. Als ob ein Tornado durch die Hütte gefegt wäre. Ein umgekippter Metallspind scheint das Einzige zu sein, was nicht zerbrochen oder zerquetscht worden ist. Ich passe... Da passen noch nicht mal meine zarten Fingerchen durch. Kann da vielleicht irgendwas anderes rein, zum Aufhebeln oder so? Könnte ja sein. Nee, scheinbar nicht. Oh, warte mal. Leider nichts Brauchbares in Reichweite des Hakens. Okay. Nee, ich dachte zum Aufhebeln. So mit dem Messer einfach aufhebeln und dann, ja. Aber wenn da sonst nichts Brauchbares drin ist, dann ist dem halt so, ne? Bevor ich ziellos durch den Dschungel irre, sollte ich herausfinden, was hier passiert ist und wohin die Wissenschaftler verschwunden sind. Ach so, ja, den Akku solltest du ja noch laden, also den Laptop. Wo kannst du den hintun? Damit der möglichst aufgeladen wird, oder sollst du einfach selber... Oder kannst du den einfach so jetzt anwenden? So, das Solarladegerät hängt jetzt am Laptop. Fehlt nur noch etwas Sonnenschein. Ja. Haben wir doch hier zu Genüge. Oder muss ich wieder zurück? An der Brücke war nichts, im Sumpf auch nicht. Wenn, dann könnte nur hier was sein. Da, wo die Katze drauf sitzt vielleicht. Oder bei den Holzkisten. Oder muss ich einfach nur die ganze Zeit in der Sonne stehen? So, das Solar... Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich einfacher, als ich gerade denke, oder? Okay, warte mal, kann ich die Mullbinden vielleicht... Nein, kann ich auch nicht mit dem Saft verbinden. Hätte ja sein können, dass das klappt. Den habe ich komplett ausgeräumt. Der ist auch noch leer. Aber sonst... Hier ist ja sonst nichts weiter. Auf der Brücke war ja eigentlich auch nichts. Und vor allem dort am Strand ist ja, also dort am Strand, dort im Lager ist ja hier genügend. Jetzt steht einem gemütlich. Betreten ist hier nicht. Kann ich aber auch nicht drauf anwenden. Das Stativ. Ach, hier sind Steine. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Da kann ich den hinstellen. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich packe den Laptop und das Solarladegerät hier in die Sonne. Wow, ist das ein bisschen groß? Kannst du das Feuer wenigstens schon mal anzünden?
Da sagt sie wahrscheinlich, oh, mir fehlt noch dann was. Machen wir es uns mal ein bisschen kuschelig. Ah nee, das hat ja auch gereicht, okay. Ja, klar, ist logisch. Bei anderen Sachen wie mit dem Gummi, dass ich davor noch das Schlauchboot sauber machen muss. Aber hier einfach so einen großen Holzscheit anzünden können mit dem kleinen Feuerzeug, klar. Weiß selbst ich, dass man da ein bisschen Hilfe braucht. Der perfekte Platz. Der Laptop ist durch einen Code geschützt. Also entweder 7531 oder halt mit dem Brief, dass das damit irgendwie zusammenhängt. Aber ich kann ja nicht mehr, also 22. April 08 vielleicht, 2. April, ich weiß nicht, ob die Nullen wichtig sind. 0, 2, 0, 4, 2, 0, 0, oh ne, okay, so viele Zahlen gibt's. 4, 5, 6, warte mal. 02, 04, 08. Oh, ein Streifenklebeband. Ich will mir meine Nägel nicht abbrechen. Och Mann, was hat die denn als? Ständig ein Mimi, 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 Mimi. Nein, damit kannst du es nicht abmachen. Nein, auch nicht. Damit kannst du mit dem Alkohol lösen. Nein. Den ein paar Schmerz. Das dürfte ein paar unschöne Kratzer geben, aber der Zweck heiligt schließlich die Mittel. Ach so, ja, Kratzer auf dem Laptop sind in Ordnung, aber für uns ist das nicht in Ordnung. Also hier die abgebrochenen Nägel. Soll das Herstellerlogo sein? Erinnert mich eher an eine Hochzeitsanzeige. Ja, war mal 2008 und 22. Hochzeitstag. Entweder muss das Jahr hin oder halt einfach dieses Datum, der 2. April. Könnte auch sein, dass einfach nur 2-4 und dann das Jahr ist, wo sie geheiratet haben. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal 2004, also 1984, wo die geheiratet haben. Nein, 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 86. Das ist doch minus 2, nicht minus 4. Oh Gott. Durch 2 gedacht eben gerade. 2, 4, 1, 9, 8, 6. Okay, dann 0, 2, 0, 4, 8, 6. Ah. Das hat schon mal funktioniert. Gut. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal einen Schnitt setzen. Ja, ich bin so gemein und setze ausgerechnet jetzt einen Schnitt. Ich finde das gerade voll faszinierend. Das zeigt genau die aktuelle Uhrzeit gerade an. Ah nee, fast. Oh, puh, um eine Stunde. Das ist noch nicht neu umgestellt hier. Aber ernsthaft, wirklich. Wir haben gerade 16:22. Oh Mann. Okay, wie gesagt, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann, tschüss, eure Time.